Dienstag ist es soweit und das neue GTA Online DLC erscheint. Wir sind live ab 10 Uhr und werden alles kaufen und testen. Stell den Wecker und sei mit dabei. Das kostet das neue GTA 5 Online DLC. Durch den gestrigen Trailer haben wir jetzt eine bessere Übersicht darüber bekommen, was uns im nächsten GTA Online Update, also nächste Woche, bereits erwarten dürfte. Und damit können wir natürlich auch viel besser und viel genauer vorhersagen, was uns das GTA Online Update ungefähr kosten wird. Und genau um diese Frage zu beantworten, habe ich mal eine Aufstellung von allem gemacht, was wir kaufen werden können und entsprechend, ja, das Ganze mal zusammengerechnet und ich sage euch jetzt schon, ich habe ein bisschen Angst gekriegt. Starten wir direkt mal mit den Autos, weil das ist immer der größte Bestandteil von den Kosten von einem neuen Update. Und ich gehe hier auch immer von den teureren Preisen aus, denn oftmals können wir ja von den neuen Autos mit bestimmten Missionen auch einen billigeren Preis freischalten. Ich persönlich gehe jetzt aber bei den ganzen Rechnungen hier immer davon aus, dass wir den teureren Preis haben. Das bitte in meinem Hinterkopf behalten. Und da starten wir direkt mit dem ersten Auto. Und zwar ist das der Deekless Burrito in dieser Kopfgeldjagd-Version. Ich persönlich denke, dass der kostenlos sogar sein wird. Ja, ihr habt richtig gehört, kostenlos. Und mit unserem neuen Unternehmen, sobald wir das Unternehmen kaufen, eben dazugestellt wird. So wie ein Abschleppwagen im Schrottplatz. Daher gehe ich erstmal davon aus, dass der nichts kosten wird, also zumindest nicht direkt. Aber wir das ganze Ding natürlich tunen können. Mit Panzerplatten und irgendwelchen anderen Lichtern und so weiter und so fort. Rechnen wir hier also mal pauschal $300.000 für Leistungsupgrades und alles weitere. Okay, das klingt ja jetzt erstmal nicht so schlimm. Aber jetzt, Freunde, kommen die Polizeiautos und da habe ich wirklich ein bisschen Angst vor. Und es ist auch gar nicht so einfach, das zu schätzen. Aus diesem Grund habe ich mir mal die anderen Polizeiautos angeschaut, die wir bereits im Spiel haben und was die so kosten. Der Interceptor liegt ganz klar mit $5,4 Millionen ganz oben. Dann gibt es den Unmarked Cruiser für $4 Millionen und den Rapid Stanier für $4,7 Millionen. Bedeutet, im Durchschnitt kosten die ganzen Polizeiautos in GTA Online aktuell $4,7 Millionen. Ja, ich weiß, es gibt noch mehr Polizeiautos, aber die drei sind am ähnlichsten zu den Polizeiautos, die wir jetzt auch neu bekommen. Und dementsprechend ist das, glaube ich, hier ein bisschen besser, wenn wir jetzt hier nicht noch irgendwie das SWAT-Auto oder so mit einrechnen. Also, im Schnitt $4,7 Millionen. Aber das geht doch bestimmt auch genauer. Denn von den ganzen Autos, die jetzt eine Polizeivariante bekommen, haben wir bereits eine Variante im Spiel. Also schauen wir uns doch einfach mal an, wie das denn bei dem Interceptor und dem Hellfire war. Denn hier hat der Hellfire ja auch eine Polizeiversion bekommen. Der normale Hellfire kostet uns in GTA Online gerade mal $745.000. Der Interceptor dagegen allerdings $5,4 Millionen. Das ist also ungefähr siebenmal so viel wie für die normale Variante. Und wenn Rockstar Games das beibehält, dann wird's wirklich crazy. Schauen wir uns das mal an. Der Greenwood, ganz normal, kostet $1,5 Millionen. Wenn das Ding jetzt auch siebenmal so teuer wäre als Polizeiversion, dann wären wir bei $10,5 Millionen. Das ist wirklich geisteskrank. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass natürlich der Hellfire und der Greenwood ganz andere Autos sind. Das eine ist alt und Nostalgie, das andere ist halt ein Sportwagen bzw. Muscle Car. Deswegen übertreiben wir jetzt mal hier nicht so und gehen aber trotzdem von einem tendenziell eher höheren Preis aus, weil der Greenwood halt einfach ein Highlight ist. Bedeutet, wir sagen, der Schnitt war ja bei ungefähr 4,7 Millionen, sagen wir mal ein bisschen mehr, sagen wir mal $5 Millionen plus nochmal 250.000 fürs Tuning, sind wir jetzt, glaube ich, beim Greenwood in der Polizeivariante realistisch dabei. Und dann geht es genauso weiter, denn auch der Impala SZ ist bereits im Spiel. Da kostet er $1,3 Millionen. Das mal 7 wären wir bei 9,1. Auch das halte ich für ein bisschen viel. Ich denke, dass der Impala relativ gleich sein wird wie der Cruiser. Die sind dann doch relativ ähnlich. Deswegen würde ich sagen, auch hier $5 Millionen plus $250.000 Tuning. Das ist wirklich geisteskrank. Ihr müsst euch halt überlegen, im Schnitt waren die Polizeiautos schon bei 4,7 Millionen. Jetzt durch Inflation und so weiter gehen die Preise noch ein Ticken weiter höher. Und Rockstar Games will GTA Online natürlich noch mal ein bisschen melken. Dementsprechend sind das halt Preise, die wir leider erwarten müssen. Ich freue mich, wenn es anders ist, aber das halte ich für realistisch. Denn dann haben wir noch den Dorado in der Polizeiversion. Der kostet normalerweise aktuell 1,4 Millionen. Mal 7 wären wir bei 9,8. Auch das ist übertrieben, dadurch, dass er natürlich der langsamste Polizeiwagen sein wird, weil er halt einfach ein Geländefahrzeug ist. Und ob der jetzt irgendwelche Spezialfähigkeiten hat, ich würde es jetzt erstmal bezweifeln. Deswegen denke ich, dass das das billigste Polizeiauto sein wird. Mit so 3,5 Millionen plus Tuning sind wir so ungefähr 3,75 Millionen. Macht für alle drei Polizeiautos zusammen
ungefähr 14,6 Millionen Dollar. Schon mal ein ganz schön stolzer Preis. Und das ist noch nicht alles, denn es geht noch weiter. Wir haben ja diesen einen neuen Sportwagen, diesen Hyundai N-Vision 74 Verschnitt. Ich denke, dass der relativ ähnlich sein wird wie der Dominator GT und der Vigero vom Chopshop Update. Also so ungefähr 2,3 Millionen habe ich jetzt mal hier gerechnet, inklusive Tuning. Es sind ja auch nur Richtwerte. Der bestätigte Pipistrello wird ähnlich sein wie der Omaggio vom Preis, also so 2,8 Millionen plus Tuning. Allerdings ein bisschen teurer, also sage ich mal 3 Millionen plus 250.000 Dollar Tuning. Behaltet euch aber im Hinterkopf, dass Leute, die GTA Plus haben, das Auto gratis bekommen. Dann haben wir diesen neuen Bentley. Hier würde ich sagen, ist es ein Luxuswagen, aber jetzt auch nicht supermäßig krass. Ah, so 2,5 Millionen plus Tuning? Ich weiß nicht, wahrscheinlich ein Tick mehr. Aber am Ende des Tages gleicht sich wahrscheinlich dann mit den Polizeiautos, die vielleicht ein bisschen höher geschätzt sind, aus. Deswegen rechnen wir jetzt erstmal mit 2,5 Millionen Dollar inklusive Tuning. Und dann zu guter Letzt haben wir noch diesen neuen Mercedes vom Artwork. Hier rechne ich mal mit ein bisschen weniger, als wahrscheinlich die meisten denken, beziehungsweise ein bisschen weniger, als Rockstar Games vermutlich denkt. So 1,8 Millionen plus Tuning, sagen wir mal 2 Millionen Dollar ungefähr für die Karre. Ja, wir haben gesehen, dass Rockstar Games in letzter Zeit auch die Autos, wo man denkt, ey, die werden mal ein bisschen billiger, auch teuer macht dementsprechend. Halte ich das für realistische Preise. Heißt, wir würden für die Autos, die wir jetzt schon wissen, für diese 8 Autos ungefähr 24,6 Millionen, also sagen wir mal 25 Millionen Dollar bezahlen. Eine ganz schöne Summe, ne? Aber das sind halt auch nur die Autos, die wir schon kennen. Es gibt natürlich noch deutlich mehr. Gehen wir mal davon aus, dass wir wie beim Chopshop-Update insgesamt inklusive Dripfeed 20 Autos bekommen werden. Rechnen wir den Schnitt also aus unseren 8 mal aus, dann kommen wir auf 3,125 Millionen Dollar und rechnen das mal 20, damit wir ungefähr wissen, was wir für alle Autos insgesamt circa bezahlen. Da kommen wir auf 62 Millionen Dollar. Wohlgemerkt für alle 20 Autos, wenn es überhaupt 20 gibt, die mit dem gesamten Update rauskommen. Das klingt jetzt erstmal extrem viel, aber bedenkt dabei, es ist nicht alles am Release-Tag draußen und die Autos kommen ja dann immer nur ein Auto pro Monat raus im Dripfeed. Dementsprechend hält sich das nochmal in Grenzen. Zweitens, ihr müsst nicht alle auf einmal kaufen, weil, wie gesagt, das streckt sich. Und vor allem, man kauft in der Regel ja auch nicht alle Autos, zumindest nicht am Release-Tag. Da gibt es ja ein paar Autos, die sieht man und da weiß man, die braucht man einfach nicht. Ich persönlich muss natürlich immer alle kaufen, weil ich sie testen will, um euch zu sagen, ob sie es lohnt oder ob da vielleicht ein Geheimtipp drin ist oder ob alles Schrott ist. Aber im Prinzip braucht ihr ja nicht alle Autos. Deswegen, so viel ist es dann am Ende nicht, was ihr wirklich an Geld braucht. Aber wenn ihr alle Autos haben wollt und alles tunen wollt, 25 Millionen am Release-Tag wäre vielleicht nicht ganz so schlecht. Aber das ist ja auch noch nicht alles, denn wir haben ja auch ein neues Unternehmen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das so ungefähr viel gleich kostet wie der Schrottplatz. Und der kostet ja zwischen 1,6 und 2,7 Millionen, je nach Location. Und dazu kommt noch die Sonderausstattung. Und die kann auch gerne mal 2,5 Millionen kosten. Haben wir ja beim Schrottplatz gesehen. 1,6 Millionen Investment klingt erstmal nicht so viel. Ja, und dann könnt ihr investieren und Upgrades machen. Und dann wird's richtig teuer. Rechnen wir also mal mit dem neuen Unternehmen, mit vollen Upgrades, was ja die meisten machen werden, mit circa 5 Millionen. Dann sind wir insgesamt für Autos und Unternehmen bei 62 Millionen Dollar. Dazu kommen dann noch neue Waffen. Beziehungsweise wir haben ja schon diesen neuen Taser gesehen, neue Kleidung und so weiter. Also rechnen wir jetzt mal so ganz grob über den Daumen, sind wir beim gesamten Update inklusive Dripfeed, allen Autos mit Tuning, bei 70 Millionen Dollar. Allerdings, wie gesagt, behaltet im Hinterkopf, das Ganze braucht ihr über ein halbes Jahr hinweg, wenn ihr euch wirklich alles kaufen würdet. Auf PS4 ist es vermutlich ein Ticken billiger, weil ich mir gut vorstellen kann, dass das ein oder andere HSW-Auto auch dabei ist, was es ja extrem teuer macht, aber halt einfach auf PS4 gar nicht es gibt. Außerdem hat Rockstar Games ja schon bestätigt, dass es einen neuen Tuner geben wird, allerdings nur für GTA Plus-Mitglieder. Somit ist auch das Current-Gen-Exclusive und nicht für die PS4 und den PC und dementsprechend dann auch nur für Leute, die GTA Plus haben. Also, es hängt immer sehr davon ab, wo ihr spielt und dementsprechend kann es halt billiger oder teurer werden, je nachdem, was ihr halt für Möglichkeiten überhaupt von Rockstar Games gegeben bekommt. Alles in allem, um die Frage, glaube ich, von den meisten zu beantworten, wenn ihr am Release-Tag, also nächste Woche Dienstag, zwischen 25 und 30 Millionen habt, wäre das schon nicht schlecht. Aber selbst wenn ihr 5 bis 6, vielleicht 7 Millionen habt, könnt ihr safe schon was machen, könnt ihr euch das Business kaufen und auch ein, zwei Autos und die dann entsprechend vielleicht mehr oder weniger tunen. Mich würde an der Stelle mal interessieren, würdest du sagen, yo, die Schätzungen, die kommen hin oder sagst du, ne, kompletter Schwachsinn, siehst du komplett anders? Schreib's mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Habe ich irgendwas vergessen einzurechnen oder habe ich irgendwas zu viel, irgendwas zu wenig? Schreib mir gerne, was du darüber denkst, in die Kommentare. Und jetzt denkst, Alter,
ich brauche Geld in GTA Online und das alles zu erzocken, da habe ich überhaupt keine Zeit und keinen Bock drauf, dann check auf jeden Fall mal meinen Partner Easy Looting ab, denn dort gibt es die besten und die sichersten Money Boosts für deinen GTA Online Account. Einfach auswählen, auf welcher Plattform du spielst, wie viel Geld du in GTA Online haben möchtest und dann noch den Rabattcode JULEX eingeben, um maximal zu sparen. Link zu Easy Looting findest du auch in der Videobeschreibung. Ja, und dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, abonnier den Kanal, zeig das Video mal deinen Kumpels, damit auch die wissen, oh, jetzt gibt's wieder GTA Online Action. Und vor allem, Freunde, wenn du das Video bis jetzt, bis ganz zum Ende gesehen hast, dann schreib mir doch mal Hashtag teuer in die Kommentare, damit ich sehe, dass du ein Ehrenmann bist, der bis zum Ende am Start war. Und jetzt bleibt mir noch zu sagen, wir drücken der deutschen Fußballnationalmannschaft heute Abend die Daumen und hoffen, dass wir gewinnen. Sehen uns dann um 20:30 Uhr live im Stream und bis dahin, macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace.